Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return to Monkey Island. Schön, dass du persönlich wieder vorbeischaust und hier mit mir mitfieberst, wie es denn hier weitergeht. So, ja, wir haben die Augenklappe. Damit müssen wir jetzt offensichtlich zu der Voodoo-Lady, die natürlich in der unteren Straße ist, ne? Die verkleidet uns dann. Und dann können wir mit dem Wischmob und der Verkleidung dann auf LeChucks Schiff, nehme ich mal so an. Ja. Yeah. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If. If. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. Ich wusste, you couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, I'll see what I can do. Jetzt müssen wir nicht auch noch die kleine arme Igelfamilie umsiedeln, oder? Oh. Thousand Needles. Sollen wir jetzt WoW gucken, oder was? Den Biss der 1000 Nadeln für die Voodoo-Puppe besorgen. Den Biss der 1000 Nadeln. Was könnte das sein? Kannst du mir sagen, wo ich den Biss der 1000 Nadeln finde? Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Ja. Ja, also nee. Den Biss der 1000 Nadeln. Fragen wir einfach mal eine intelligente Person. Hey Wally. Hey Wally. Melee clock is still broken. Yep. Good. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Tausend Nadeln. Schwamm? Nee, nicht tausend Nadeln. Visitenkarte, Cracker, Messer. Eine Nadel im Zweifelsfall, ne? Oben die Spitze. 1000 Nadeln. Ein Igelbiss wäre das in meinen Augen eigentlich. Oder so. Den Biss, aber wo soll der mich denn beißen? Hä? Biss? Ist das eine Blume? Aber wer kennt sich denn hier? When they get close to finding it, suddenly they are gone. Hey, kid. Any writing that was once here has been rubbed away. Hey, Stan. Hello there, son. Ich war in der Werft, dein Büro ist zugenagelt. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Ein Tausendfüß. Natürlich. Aber... See you later. Yep. Wir brauchen also jetzt die Zahnbürste, damit er die Zahnbürste no nimmt und den Tausendfüßler rausgibt, den wir brauchen. I don't remember this place being so leaky. Weißt du, wie ich meine? Ja.
Wir brauchen also irgendwie sowas wie so ein Hammer oder so, ne? Wo ist eigentlich Otis hin? Und wenn da eben diese Versammlung war, gibt es vielleicht jetzt neue Optionen hier oben im Dings. Vielleicht hat sich jetzt was geändert. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Schrumpfkopf. It's a creepy shrunken head with long stringy hair. Können wir vielleicht pass mal auf. Nein. Das Essen versauen, damit wir das Buch wieder bekommen. Das ist jetzt so die freundliche Idee. Okay, der will nicht aus. Der hat es auch irgendwas noch auf sich, aber was? Für was? Irgendwo wurde doch auch mal der Schrumpfkopf erwähnt. Wer hat denn hier über einen Schrumpfkopf gesprochen? Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah, yeah. Oder wir servieren dem Typen einfach den Schrumpfkopf und... Nein. Waiter! I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Ach, sorry nicht. For the delay. Nein, ich rede nicht mit euch. So much to do. Das wäre zu einfach gewesen. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using this it. This is aber doch meins. Oh, well, probably fine. Oh. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Hat er sich das selber ausgestellt? Excellent. So much to do. Wieso habe ich den jetzt? Ich habe doch jetzt meine eigene Mob. Warum habe ich denn? Yo ho. Warum ist hier ein? I say, janitor, if you see my waiter, tell him to hurry things up a bit. I'm positively famished. Fancy. Wieso habe ich denn jetzt den Mob und... Keep your hands off my mop! Was? Was zum Teufel geht denn hier vor sich? Gib mir mein Buch wieder! So much to do! Pleasantly scorching hot. So much to do! Ich muss ja jetzt irgendwie ihm das Essen verderben. Ingredients indeed. Oder das Essen ausliefern oder keine Ahnung. Hört mich nicht an. Dem Biss von 1000 Nadeln. Busy? Yep. Sprechen du da ja auch nicht mit mir. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Lass uns noch mal kurz zum Schiff gehen. Dann machen wir zumindest mal eben eines. Wir haben noch die Karte mit den Möwen. Huch.
Und da ist ja die Frage, wie viele Schiffe sind im Wasser bei LeChucks Schiff? Quizkarte. So. Aber sehen wir hier nichts, ne? Okay. Das ist blöd. Gut, Quizkarte. Welche dieser Personen wurde nicht von einer riesigen Seekuh verschluckt? Hä? Ja, Morgan Le Fay konnte sich ja verwandeln, ne? Hä? Ich verstehe das manchmal nicht. Wieso ist denn jetzt da die... Das ist jetzt aber neu, ne? So, was war nochmal genau die Frage? Wie viele Fische finden sich in dem Fischschwarm unter LeChucks, wenn es vor Anker liegt? LeChuck ist fertig mit dem Beladen seines Schiffes. Aber da ist es gerade in dem Restaurant was passiert, ne? Ist da irgendwas rausgeflogen? Aber es hat sich hier nichts verändert, oder? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Ja. Yes. Was ist das denn? Ist dich ja jetzt erst. Okay. Brilliant innovation. Ingredients indeed. Ingredients indeed. That one's got a damaged handle, and mine's brand new. He'll never complain again. Aber der Typ hält mich ja für den Kellner, ne? Kann ich ihm nicht einfach die Cracker anbieten oder so? Und dann geht er und dann lässt der andere Typ mir das... Nicht. Okay, also hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Dann. Statue, haben wir alles geguckt. Voodoo Lady will 1000 Bisse, das ist auf einer Zahnbürste. Wally hat auch nichts Neues. Den könnten wir höchstens mal fragen. Hey, Wally. Bye. Nein, können wir nicht. Somewhat understated and somewhat. Es ist aber irgendwie mit der Uhr, ne? Ich habe irgendwie noch so den Eindruck, dass man mit der Uhr irgendwas machen kann. Irgendwann, irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, und wie gesagt, wir wissen jetzt, dass wir hier an das Ding rankommen müssen. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Also es ist dunkel, das heißt, wir brauchen sowas wie eine Kerze. Haben wir nicht. Im langen Stiel kommen wir auch nicht da durch. Und hier liegt auch nichts rum, was irgendwie neu ist, was wir gar nicht gesehen haben, ne? Nee. Ich verweile ja hier nur in meinen... Ich schwelge ja nur in meine Erinnerung hier, sonst passiert hier nichts. Nicht, dass wir auf der Map irgendwas übersehen haben, aber das ist auch nicht so. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht so weit gekommen bis jetzt. So. Wie gesagt, wir werden mit diesem kleinen Bötchen da fahren müssen demnächst. So, hier ist.
Ach, die Skamba, genau. So, warte mal. Turmuhr. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Echter Voodoo. Und was mir keine Ruhe lässt, ist diese Gasse hier, ne? Oh! Eine Quizkarte! Ja, gucken wir mal. Was sagt Guybrush, wenn er auf einer Insel ankommt? Wirf mir ein Seil zu, sagt er, ne? Nicht. Hat in Sicht, sagt er ja auch nicht. Das ist ja zu offensichtlich. Warte mal. Wir haben doch jetzt... I don't see anything useful here. Nein. Vor allem, das muss ja auch noch ihren Grund haben, ne? Wir haben ja dieses Plüschtier und den Schwamm. Das muss ja auch noch irgendeinen Sinn haben. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Hmm. If you listen close, you can hear the gears grinding. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. Nicht, dass die irgendwie so einen Hinweis the gibt. Queen always gives way to a new queen. Oh, das ist gerade sehr aktuell, ne? She vanished along with the ship. I told her not to go. The secret smells like popcorn. Ich dachte, like chicken. Some islands you should not visit. But what can you do? Ja, soll ich ihm sagen, dass ich den nicht... Kid. Aber wir müssten irgendwie... Wir müssten irgendwie an so eine Lampe rankommen. Hot diggity, what a day, huh? Wir brauchen eine Lampe, damit wir sehen können, was da passiert. Wir wissen, Wally hat eine Lampe. Ja, kommen wir so, kommen wir nicht dran. In dem Gasthaus ist eine Lampe. Hat der hier auch eine Lampe, die wir vielleicht klauen könnten? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine Lampe da reinstellen, dass er dann sagt, oh, jetzt sehe ich das genau. Hello, Mr. Brush. Hi there. Keine Lampe. Nur ein Angelköder, den wir irgendwie auch nicht haben können. So, dann. Wally hat diese Öllampe. Nachdem er uns ja freiwillig sein Monokel gegeben hat, können wir vielleicht unsere Öllampe zurückholen. Nein. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Das ist falsch, Garol. Ganz falsch. I try to steer clear of sea monsters myself. So, dann bei dem einen Gast im Restaurant haben wir auch eine Lampe. Gut, da hängt auch eine in der Stadt, aber das soll wohl nicht sein. Na guck, schicke Kerze. Fancy. Genau. Würde jetzt abschneiden? Oder den Gast? Nein. Hm. Einen Schwamm füttern? Nee, geht auch nicht. Geh? Nein. Hatte der noch eine Lampe oder irgendwas? Ja, hier oben, aber da kommen wir nicht dran, ne? Ich denke auch immer die ganze Zeit, dass diese Maden oder so für irgendwas gut sein müssen, aber keine Ahnung. He'll never complain again. The
food is more exciting when you can smell the risk. Gut. Ja, also Ziel wäre ja jetzt irgendwie, irgendwo an diese Zahnbürste ranzukommen. Mit irgendwas. Wir haben hier ja auch nichts übersehen, ne? Expedition to Fabled Monkey Island. Crew positions available. Können wir eventuell die Fässer... Ne, auch nicht. Hey. Threepwood, I shouldn't even be talking to you. Das bringt uns nicht weiter. Hier ist auch so eine Kerze, aber... Oh. Ah, die haben wir schon gesehen. How clever. Vor allem... Wir haben auch die ganze Zeit... Was ich mir noch vorstellen könnte, dass die Hütte abfackeln müssen, weil... Wir haben sonst hier diese Feueranimation. Was ist denn, wenn wir den Schrumpfkopf ins Feuer werfen? Was man ja normalerweise mit dem Schrumpfkopf macht. Nein, geht natürlich nicht. Nein. Ne, dieses Händewärmen und so, also es ist sehr interaktiv, warum? See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Okay, so, machen wir folgendes. Wir werden jetzt einmalig die Hilfe benutzen, einfach uns gucken, wie ist die Hilfe hier gestaltet. Ich möchte es trotzdem ohne spielen. Ne? Aber gerade irgendwie fehlt mir wirklich die Idee. Deswegen gucken wir uns ein einziges Mal an, wie die Hilfe aussieht. Vielleicht gibt es auch ein Achievement, einmal die Hilfe benutzen oder so. Danach nicht mehr. Okay? Okay, also wir könnten... Ja, den Biss der 1000 Nadeln... Es könnte ja der 1000-Füßler sein, ne? Wir könnten höchstens nochmal gucken, bevor wir die Hilfe benutzen, ob bei dem Baum... Oh nein, ich will nicht nochmal dahin. Das war so traurig. Ob da noch irgendwie so ein Ast abgefallen ist oder so. Okay, wir müssen nochmal mit der Karte arbeiten. Hallo? So. Blume, Blume, Pflanze, Pilz, 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 Blume, Blume, Pflanze, Pilz, 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 Pilz. Okay. Blume. Oh Mann. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's probably time for them to fly south. Aber hier ist auch nicht irgendwie, dass ich jetzt noch was mitnehme. Ach, ich bin hier weg. Also ich dachte, sonst könnten wir vielleicht daraus irgendwie so ein Werkzeug bauen können. Dass wir, mit dem wir das dann irgendwie aufbrechen können oder so. Das können wir vielleicht mit dem Ruder machen. Oh, I used to love these when I was six. Crossword? No, as a matter of fact, I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now, because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Ah, eine Quizkarte. Das haben wir auch nicht übersehen, ne? Okay, gucken wir mal. Die Entwicklung des ursprünglichen Monkey Island dauerte...
Nicht 22 Monate, haben wir was gelernt. Hm. Wir können von diesen Sachen auch nichts mitnehmen. Warum kann ich die Planke anstoßen? Ne? Auch merkwürdig. Ja, da gibt's also auch nichts. Große Klettertruhe. Was könnten wir noch übersehen haben? Also im Wald. Können wir eventuell noch Gegenstände aus dem Inventar miteinander verbinden? Bei dem Mob brauchen wir eh. Die Visitenkarte, warum wir die haben, weiß ich nicht. Die Cracker haben wir eingetauscht. Den Schrumpfkopf, keine Ahnung. Bis der 1000 Nadeln. Vielleicht der 1000 Füße, ich weiß nicht. Gut, finden wir raus in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben ja lange genug auf der Stelle getreten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Danke für eure Kommentare, Feedback, Daumen, Abos, Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.